Hallo und grüße zur neuen Folge von Space Haven hier auf Bildpunkt. In den letzten beiden Folgen haben wir unser Schiff hier massiv umgebaut und jetzt geht's wieder auf Alienjagd. Gucken wir schnell hier, das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das haben wir, okay, das ist in Ordnung so. Nicht nur auf Alienjagd, sondern durch die Galaxie. Wir brauchen wieder ein bisschen was an Zeugs, Lebensmittel, weil wir ein bisschen brauchen, ein bisschen Energie haben wir für Hyperspace auch. Das ist alles okay. Wasser, wie sieht es da aus? Oh, wir müssen uns um Wasser kümmern, weil wir haben jetzt wirklich einige Tage hier im Spiel verbracht mit dem Umbau und haben uns nicht um die Ressourcen gekümmert. Das heißt, das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt wieder zurückfliegen und weiter dann in die Richtung hier. Gut. Bereiten wir uns auf den Sprung vor. Na? Ey, Quatsch, falsche Richtung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Habe ich keinen? Zwei, drei, vier. Ach, ich habe gar kein Hyperspace-Ding. Hyperschlafkammer. Wie die gute Dame. Ich war letztens. Die Lotti. Könnten wir bauen noch? Frage ist nur, wohin? Oh, machen wir es hier mit hin. Hier passt es noch. Dann machen wir das noch fertig und dann. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir ohne bauen. Oder fliegen, was er gesagt. Jetzt aber. Das würde mich aber interessieren. Na, jetzt schlafen sie erstmal alle. Und es brennt. Was die mir nicht. Die setzen mir meine Bude hier unter Wasser. Unter Feuer gibt es ja gar nicht. Natürlich ist die Gefahr jetzt eines Brandes doppelt so hoch. Und das können wir wieder wegmachen. Es muss beides repariert werden. Ah ja. So. Andere schlafen noch. Hier sind wir bereit. Wir müssen uns um Wasser kümmern. Jetzt geht's. Deploy. Fliegen gleich weiter. Geraten sind jetzt hier. Gucken, vielleicht haben wir Glück und sie hauen ab in der Zwischenzeit. Okay, jump. Piraten verschwinden. Ich hätte den Umweg fahren sollen. Das ist ein großes, das heißt für uns ganz schnell wieder weiter. Ja, habt ihr das gesehen? Die haben sich schon angegriffen. Aber unser Schutzschild hat es anscheinend ausgehalten. Warum?
Huch. Ja, da hat es mich gerade in den auf den Desktop geschmissen. So. Warum auch immer. Ja, wir brauchen Eis. Das ist mir klar. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Springen. Das war ein großes Piratenschiff gewesen gerade eben. Das ist bloß gut, wir konnten noch flüchten. Jump. Hat man ja gesehen, die haben uns sofort angegriffen. Das heißt, es wäre gar nicht so verkehrt, ein zweites Schutzschild zu haben. Wow. Und sofort... Hier gibt's nicht mal Wasser. Und sofort wieder los, komm. Ja, wir waren angegriffen. Oh, 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 ach, du Heilige. Wir verfolgen uns nicht, okay. Wir bleiben jetzt mal schnell hier. Denn wir müssen unser Schiff reparieren. Also das war jetzt ein schwerer Schlag gewesen. Schaut er hier. Und wir müssen Energiezellen produzieren. Ansonsten haben wir ein Problem. Ja, wir sind zu viel geflogen. Kann ich das jetzt hier irgendwie... So, höchste Priorität. Uiuiui, was ist denn hier los? Das hat jetzt aber lange gedauert für ihn. Ja, das Wasser geht uns alle. Problem ist, jede Hyperschlafkammer braucht ein Energie, ein Energy, eine Energiezelle. Weiß ich aber nicht, ob die schon jetzt versorgt sind wieder. Glaube. Ich glaube, die sind schon mit Energie versorgt. Wir werden die logistisch jetzt mal abschalten. Weil die würden dann nämlich sofort wieder dann mit Energiezellen versorgt werden. Das ist doof. Das wollen wir nicht. Die brauchen unbedingt Wasser. Das sieht knapp aus mit Wasser. Also wenn der letzte Sprung nichts bringt mit Wasser, dann haben wir echt ein ernsthaftes Problem. So, jetzt.
Vielleicht können wir handeln mit denen. Vielleicht haben sie ja Wasser für uns. Oh ja, haben sie. Und sie haben Blutkonserven. Sehr gut, das nehmen wir beides. Beides auch relativ, ja, nicht ganz günstig, aber mindestens das Wasser. Wir nehmen davon 10 Stück. Geld haben wir ja erstmal. 10. Akzeptieren. Dann neuen Handel. Dann nehmen wir von denen hier. 2000. Wir gucken mal, was können wir denn anbieten? Wollen wir ein bisschen Carbon geben? Energium. Könnten wir noch eins geben? Würde ich gerne nämlich noch ein bisschen mehr. Rezept, okay. Und wir können gleich mal hier schauen, wie sie aussieht. Kein Wasser. Jede Menge Energie. Energium, aber kein Wasser. Das heißt, wir werden Schiffe plündern müssen. Ach du Heilige. Puh, puh, puh. Wir können dann nur hoffen. Wir können dann nur hoffen. Wir handeln erstmal mit denen. Ja, ihr habt nichts. Ich weiß, wir müssen aber erstmal herstellen. Ich glaube, wir werden... Ne, die haben kein Wasser mehr, schade. Wie gesagt, wir nehmen das nächste Wasser auch noch, also die restlichen drei, die sie noch hatten. Das bedeutet für uns, wir werden auf Beutejagd gehen, heißt Schiffe versuchen zu plündern, also Alien verseuchte Schiffe. Wo haben wir denn hier? Das nächste ist gleich hier. Die Piraten sind da. Okay. Können wir springen. Ja, das bleibt jetzt doch eine viele Weile unerreichbar. Das ist kein Thema. So, können wir springen? Ja. Hübsch einrichten. Das ist ein kleines. So, Chelsea. Nee, stopp. Ich wollte ja eigentlich die Jenna nicht mehr mitnehmen, aber... dann doch mit. Ist ja ein relativ kleines Schiff, da sollte eigentlich nicht viel was passieren. Toi, toi, toi. Wichtig ist, dass wir Wasser finden. Warum läuft hier nicht? Jetzt hatte ich einen Draft-Modus jetzt. Ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen Energie. Das ist sehr gut. Space Field, wichtig. Jo, ist in Ordnung so.
überhaupt noch? Na. So. Können wir langsam die Dinger hier wieder. Mit Logistik versehen. Energium werden wir auch noch ein bisschen abbauen müssen. Schnell die Bude hier brennt. So, wie sieht es denn jetzt aus? Wasser wieder 9? Ach nee, kommt ja jetzt erst. Ich wollte gerade sagen. Und wie fehlt ein bisschen was? Kann das sein? Ja, genau, hier, das fehlt ja noch. Gewundert. Ja, das hier verbraucht viel. Gar nicht. Ich glaube, es braucht immer eins, ne? Genau. Frage ist halt nur eins pro Dings, aber glaube ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Also wir brauchen 5 am Tag. Wie das aussieht. Oder brauchst du auch ein ganzes? Ja. 5. Ja, die müssen doch das andere Zeug holen. Leute, hier ist noch mehr, ne? Das wisst ihr. Dürfte gerne noch holen. Das Wasser nämlich weg hier. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Wasser. Ich glaube, wir werden ein bisschen zurückfahren müssen. Aber der Rest interessiert uns erstmal nicht. Energie nehmen wir mit. So. Und sollten wir auf ein größeres Schiff treffen und wir finden dort eine Hyperschlafkammer, ich glaube, wir werden den Kollegen oder die Kollegin erstmal schlafen lassen müssen. Also ganz einfach ein Grund, wir können uns kein 7. Crewmitglied leisten. Allein vom Essen her und vom Wasser her. Das funktioniert nicht. So, die Piraten sind da. Wir gehen einfach mal zum nächsten Schiff. Ich vorschlage das da. Wo sind die Piraten jetzt? Da oben. Oder wollen wir das hier nehmen? Wie es aussieht. Ne, das ist auch wieder ein halb großes. Oder? Oh.
leicht einzuschätzen. Werden wir erstmal am nächsten Tag machen. Ja, und die Toilette müssen wir noch irgendwo hinbauen. Hier wäre natürlich Platz, aber den Platz wollte ich für hier benutzen. Schiff kommt rein, da werden wir uns Wasser wieder kaufen. Wollen wir jetzt erstmal schnell rüber? Ich würde vorschlagen. So, wo sind unser hier? Ein mit euch. In der Hoffnung, dass es uns was bringt. Außer Aliens. Jede Menge Aliens sogar. Das hier ist die Brücke bestimmt. Nee, doch nicht. Ah, da ist wieder so ein großes Vieh. Das konnten wir aber gut beseitigen. Das ist schon mal gut. Wieder so ein großes, wieder so ein Vieh. Wieder so ein. Die ganzen Dinger. Alles weg, alles weg, alles weg. Wir müssen schneller sein mit dem Erforschen. Wir müssen aufpassen auf die Luft. Und genau, jetzt habe ich es nicht gerade noch eben gesagt. Hier geht erstmal wieder zum Schiff. Ne, beziehungsweise holt euch Sauerstoff. Okay. Und genau jetzt liegt hier einer. Wir gucken erstmal, was wir hier haben. Oh Gott, für 8 Wasser. Ja gut, wir nehmen's. Was machen wir denn jetzt mit denen? Mit ihm hier? Ich glaube, wir müssen ihn schlafen lassen. Aber wir können nicht noch einen 7. nehmen. Ich glaube, das wird zu viel. Ich glaube, wir müssen den zurücklassen. Es hilft alles nichts. So leid, wie es mir tut. Aber ich glaube, das ist wirklich besser so. Ja, los, der Rest noch und dann ist gut. Das Schiff war jetzt wieder. Ah, ich wollte doch noch handeln mit ihm. Mist. Verdammte Axt. Ich hätte das jetzt eigentlich immer noch mitnehmen können. Aber naja.
gut. Wasser ist weiterhin knapp. Wir finden kein Eis, warum auch immer. Und naja, ich glaube, das ist hier so ein bisschen die eisfreie Gegend hier. Also wir müssen dann eh langsam dann weiter hier Richtung, damit wir dann auch anfangen können, mal hier in die Spirale zu fliegen. Wird dann auch nochmal interessant. Aber hier ist jede Menge Energium da. Also Holle die Waldfee, einiges. Und ja, bis wir uns dann einfach in den nächsten Folgen mal gucken und kümmern. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, als lasst es euch gut gehen. Macht das Beste aus eurer Zeit. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Was gehört. Ciao, ciao.